Nanu, was tut sich denn da drüben? Oh, das sieht ja wie ein Picknick aus. Ach, ich liebe Picknicks. Diese Schwäche habe ich von meinem Fräulein Mutter. Ich mache mich am besten gleich drüber her, bevor die Ameisen aus der Nachbarschaft davon Wind kriegen. Das ist wirklich klasse. Bei so einem Picknick kommt man schon auf seine Kosten. Nette Leute, die so ein Körbchen hinstellen. Hallo, Charlie. Was ist? Haben Sie sich verlaufen? Ich möchte dich einen Augenblick sprechen. Genau gesagt, wollte ich mich mit dir über deine Zukunft unterhalten. Ach, wissen Sie, das lohnt sich nicht mehr. Ich gehe ja nächstes Jahr schon in Rente. Diese dämlichen Picknickkörbe. Wozu die nur einen Deckel haben. Noch nichts im Rüssel gehabt und schon geht der Tag zur Neige. Sie haben ja so recht, wie die Zeit verfliegt. Kaum hat man morgens ein bisschen länger geduscht, muss man schon wieder ins Bett. Du wirst gefälligst warten. Da versucht man mit jemandem nett zu reden und der dreht einem den Rücken zu. Stehen bleiben! Kokosnusstochter. Ich weiß das, weil eine Kokosnuss mittendrin ist. Und die spürt man. So. Mein Herzchen genug getätigt. Sie scheinen über die Landebahn hinausgeschossen zu sein, Freundin. Oh. So, mein Schätzchen, jetzt sauge ich dich auf. Ich dezimiere dich. Ich vertreibe dich von Haus und Hof. Oh, oh weh, da gehen Sie dahin. Die Schleiflackmöbel, der persische Teppich und die Tabasco-Soße. Millionen Ameisen gibt's, aber ich muss einen Amateurkoch erwischen. Arbeit, Arbeit und nichts als Arbeit. Es ist keine Kleinigkeit, ein Picknick wegzuschleppen. Ach, könnten die denn nicht gleich frei Haus liefern? Diesmal werde ich nicht zu ihm gehen, sondern ihn zwingen, zu mir zu kommen. Oder umgekehrt, was besser funktioniert. Also eins steht ja nun mal fest. Als Ameisenhügel möchte ich mir nicht die Ameisen verdienen. Junge, Junge, bloß gut, dass wir winzigen Ameisen so ungeheuer stark sind. Sonst müssten wir uns ja bloß von winzigen Dingen ernähren. Arbeit, Arbeit. Im Grunde ist ja so ein Picknick eine blöde Erfindung. Haben Sie schon mal Mumps gehabt? Ich habe Mumps mit Knoten. Das schlägt vielleicht auf die Mandeln, sage ich Ihnen. Mit Bananen muss man ja so vorsichtig sein. Wenn man nicht gut aufpasst, dann kriegen Sie sofort Druckstellen. Völlig sinnlos, davon zu laufen. Ich krieg dich ja sowieso. Ich wusste schon, warum ich immer etwas gegen Bananensplit hatte. Heute stürmen wir Hügel 90. Bitte, wenn sie reinkommt, gehe ich eben raus. In diesem Ameisenhügel ist nicht Platz für uns beide. Lecker der im Korridor. Da sollte sich eine Raumpflegerin nehmen. Finsternis. Ah, jetzt will ich mal ein Streichholz anzünden. Wissen Sie vielleicht die Nummer vom Gaswerk? Hallo Charlie, nur dass du es weißt. Die blaue Elise schlägt wieder zu. Und wieder, und wieder, und wieder. Eines muss man ja diese Ameise lassen. Mit Tunneln spart sie nicht. Na, machen wir erst mal Licht. Huh? Die Dunkelheit war eigentlich heimeliger. Ich weiß, was ich tue. Ich räuchere ihn aus. Und sagen Sie nicht, für eine Dame schickt sich das nicht. Was haben Sie denn, gnädige Frau? Kleine Nikotinvergiftung, hm? So. Oje, oje, kann ich was für Sie tun, Liebste? Ja, rufen Sie meinen Anwalt an. Ich will mein Testament ändern. You know, I'm thinking of starting an anti-ant protest movement. It's time somebody put their foot down. Hey there, buddy.
Be careful. You know the moral of this story? It's people who live near landmines should tread lightly. And I do mean lightly. Mich fragen, wenn da ein Picknick stattfindet, dann taucht früher oder später eine Ameise auf. Also, ich werde hier verweilen. Aha, das ist ja recht erfolgversprechend. Anhalten! Nein, wie putzig, nicht zu fassen. Jetzt gibt's schon Motorräder für Ameisen. Ja, wissen Sie denn das nicht? Seit der Erfindung der Transistoren kann man alles en Miniatur herstellen. Naja, ob mit oder ohne Motorrad, du wirst in meinem Magen landen. Das glauben auch nur Sie, meine Dame. Kleine Panne, na und? Auf das Tempo muss man sich erst einstellen. Das ist ja wieder ein Überfluss, den Mutter Natur da auftischt. Dieses köstliche Erdnussbutterbrötchen wird mir sehr munden. So, Elise, greif zu. Auch wenn es nicht quer sitzt, Brötchen verursachen ein leichtes Ziehen im Schulterblatt. Diesmal ist er geliefert, der kleine Teufel. Bei meinem Reaktionsvermögen. Sie vergeuden Ihre Zeit, Teuerste. Das habe ich doch nicht nötig. Warum muss ich mir sowas sagen lassen? Dieses einfältige Wesen konnte nicht mit meinem Erfindungsreichtum rechnen. Weiß jemand einen guten Schneider? Ich muss das Kunst stopfen lassen. Werde ich mir ein Bein ausreißen und meinen Intellekt strapazieren, wo es das tragbare Loch in der Flasche gibt. Ach, diese neumodischen Erfindungen, nichts funktioniert. Das mit dem Loch hat doch funktioniert. Da sehen Sie, was man sich heute alles mit einem kleinen Kredit leisten kann. So, du Schlaumeier, jetzt hast du endlich deine Meisterin gefunden. Man tritt einfach auf den Anlass und... Vom Rückwärtsgang war beim Kauf keine Rede. Sie müsste doch jeden Moment aufkreuzen. Na bitte, genau nach Fahrplan. Dürft ihn festnageln. Oh nein, wieder dieses Loch.
wenn Sie wüssten, wie ich Löcher verachte. Du liebe Zeit, wen hat denn die am Abschleppseil? Auf gutes Gelingen, Freundin! Och, ich liebe frische Eier. Er liebt Eier? Sehr gut. Dann habe ich was für ihn. Und wenn man bedenkt, dass der Film mit einem Picknick angefangen hat. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein Aardvark und lebe von Ameisen. So eine Art Kammerjäger also, eine produktive Schöpfung. Man beachte das Profil. Ist das ein Profil? Und der Mund? Haben Sie je so einen Mund gesehen? Ich zeige Ihnen, wie er funktioniert. Nehmen wir an, da sitzt eine Ameise hinterm Hügel. Fisch? Pfui. Wo ich doch nur Kaviar esse. Ach, immer dasselbe. Arbeit, 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 nichts als Arbeit. Mit dem Rücken, naja, man gewöhnt sich dran. Aber die Füße... Hey, Hühnchen! Wenn dir die Füße wehtun, flieg doch! Wozu hast du denn Flügel mitbekommen? Warte! Zuerst musst du dich mal erheben, nicht? Ich weiß, es ist heiß, aber du hättest nicht alle Federn ausziehen sollen. Jetzt breite deine Flügel aus und entschwebe die azurene Bläue. Oh, du hattest die Tragflächen zu Schreck gestellt. Hey, sieh, das ist kein Backhuhn, das muss nicht paniert werden. Ich bring's weg, das kriegt ja einen Sonnenstich. Na sowas, eine Ameise, eine von der Wienerwaldsorte. Sehr appetitlich. Eine Sekunde bitte. Ich möchte was mit dir besprechen, was uns beide angeht. Ach was, Tante, gib mir lieber meinen Huhn wieder. Ich habe jetzt keine Zeit zum Quatschen. Du solltest dir aber etwas Zeit nehmen. Entspannen? Das ist deine Philosophie. Ich glaube, dass man bei ein bisschen Bewegung länger lebt. In diesem Sinne. Oh, na schön, wenn du es nicht anders haben willst. Oh. Ein eigenartiges Gefühl. Ich glaube nicht, dass ich mich daran gewöhnen könnte. Ich weiß wirklich bald nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Ich könnte schon langsam einen Supermarkt beliefern. So ist das nun mal, wenn man eine Ameise ist. Immer nur Racker, nie Zeit für Fernsehen oder Kino. Vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen kürzer treten. Die alte Tic-Tac hält das auf die Dauer nicht durch. Hör dir das Gehämmer an, es ist vielleicht schon zu spät. Um den Burschen zu schnappen, muss man sehr schlau sein. Jetzt höre ich plötzlich gar nichts mehr. Mein Herz ist stehen geblieben. Ich muss sofort zum EKG. Hey, ich bin gerettet. Ameisenclub, Spiel und Freude, das brauche ich. Nichts wie hin. Das ist aber ein nobler Verein. Rollen wir den roten Teppich bis hierher. Ich dummes Ding, ich habe mich um viel gebracht in den letzten Jahren mit der vielen Arbeiterei. Oh, ich mag solche dunklen Ecken, wo es ein bisschen schummrig ist. Na, was sagst du dazu? Die haben sogar einen Aufzug hier drin. Darf man hier rauchen? Geben Sie mir doch eine von den dicken schwarzen Zigarren. Feuer? Danke. Psst. 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 Psst.
Na, wie finde ich denn das? Haben die mir doch eine Explosionszigarre angedreht. Also los, zurück in den Club. Nein, ich hab genug von dem Spielchen. Ich mach mich wieder an die Arbeit. Ich wollte es dir nur leichter machen, aber wenn du nicht willst, bitte, es geht auch anders. Ich kann nur hoffen, dass es keiner von der Verwandtschaft gesehen hat. Die warten ja nur auf sowas. Oh. Ah, oh, Glück muss man haben. Adios, amigos. Tja, Kumpel, der Zug ist weg. So how come it works for him? All right, Aunt, it's time for evacuation. Pardon me for intruding. Hey, Dad, you realize you're invading the sanctity of my home? I got a warrant. Hey, Ann, what is this place? Nothing but hallways. You think that's something? You ain't seen half of them. You know, it's just like me to pick a day when his water heater exploded. Immer noch die sicherste Methode, den Ameisenhügel mit einem Flock verschließen. Schade um die Zeit, Tante. Ich bin zu meinen Verwandten übersiedelt, zu den Riesenameisen. Wir haben hier so eine Art Kommune aufgemacht. Glaub nur ja nicht, dass du mich damit abschrecken kannst. Bleib lieber unten, Tante. Du willst mir Angst einjagen, du kleiner Stinker, du, dass ich nicht lache. Also, was ist? Kommt ihr freiwillig raus oder muss ich euch erst holen? Was willst du denn hier, Kleine? Nichts. Vielen Dank, Minerva, vielen Dank. Ja, ja, schon gut, Charlie. Ich bin nämlich Charlies Tante. Geschätzte Festversammlung, dürfte ich Sie einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Da Sie sich hier so zahlreich versammelt haben... Oh, habe ich heute Glück. So eine komplette Festversammlung ergibt ja verpackt und verschnürt einen Meter Ameise. Habe ich nun die große Freude, Ihnen den Ehrengast vorzustellen. Jemand, den wir alle achten, zu dem wir in Respekt aufblicken. Und da bin ich schon. Oh, wie finde ich denn das? Nicht einer erwischt? Oh. Die lässt eine Party schneller auflegen als ein Stinktier in der Klimaanlage. Du sagst es. Eine Empfehlung an die Frau Gattin. Oh, oh. Da bin ich mit meinen süßen kleinen Füßchen in was reingestolpert. Das muss ich mir mal bei Licht besehen. Oh, wie so ein Ameisenfresser von innen aussieht. Oh, und die Zunge so glitschig. Na, das ist vielleicht ulkig. Was die für komische Sachen drin hat. Oh, dieses lästige Sodbrennen und kein Hydrant in der Nähe. Oh. Aha. Hm. Ui, da gehe ich wohl besser in Deckung. Nicht mehr nötig. Ja. Vater, haben Sie meine Ameise gesehen? Beschreiben Sie sie mal. Ist ein kleines, dürres Ding ungefähr so groß und rot. Moment mal. Richtig, die Beschreibung stimmt. Dann händigen Sie sie mir aus. Sehr schön. Du kommst mir gerade recht pünktlich zum 5 Uhr Tee. Ein Stück Zucker oder zwei? Na, vermutlich zwei. Bist du ein Süßer. Habe ich dich endlich wieder.
Würden Sie bitte mal anhalten? Ich möchte eine öffentliche Erklärung abgeben. Alle kleinen Kinder unter 12 gehen besser raus an den Eisschrank und holen sich was zu essen, bis hier die Gewalttätigkeiten vorüber sind. Gute Idee. Ich nehme auch eine Kleinigkeit zu mir, und zwar dich. Dankeschön. Tante Ria wollte immer einen längeren Rüssel. Ob ihr der lang genug wäre? Wenn du meine Ameise nimmst, wirst du es bereuen. Ach was, halten Sie den Mund. Was soll denn das? Wollt ihr wohl aufhören? Könnt ihr das nicht auf eine etwas feinere Art regeln? Zum Beispiel eine Münze in die Luft werfen? Sehr gut. Aber da wir keine Münze haben, werfen wir dich hoch. Was nehmen Sie, Kopf oder Schwanz? Kopf. Das dachte ich mir. Los geht's. Übernehmen Sie den Hinterausgang. Ich nehme die Vordertür. Jetzt, wo ihr so unzertrennlich seid, werde ich mir ein paar Raupeneier grillen gehen. Wiedersehen. Ach, ziehen Sie doch nicht so. Es zieht sich immer fest dazu. Mit dem Kapitänsknoten gibt's doch immer Ärger. Ameisenfresser. Und wenn ich Appetit auf eine Ameise habe, atme ich nur tief ein. Glauben Sie mir, ich habe kein leichtes Leben. Ich wäre viel lieber Bankier. Kaviar würde mir besser munden als diese kümmerlichen Dinger da. Hört euch das an, was die wieder für Bogen spuckt. Nun stellen Sie sich mal vor, Sie wären mit sowas verheiratet. Oh, ich glaube, ich mache mich lieber dünn. Wie ich bereits sagte, ich wäre viel lieber Bankier. Aha, ich habe. Wofür haben wir denn die Technik, wenn wir sie nicht für uns nutzen? Oh. Hätte ich nur auf Mutter gehört und wäre Fernsehansagerin geworden. Oh.
das sowas? Da hat jemand mindestens einen Pfund Zucker im Wald verstreut. Was für ein Glück für die Ameisen. Oh. Naja, ich will mal drauf einsteigen, sonst zweifelt die Elise noch an sich selbst. Na sowas, da hat ja jemand süßen Zucker verstreut. Ach, ist das wieder ein steiniger Weg zum Erfolg. Zum Glück kann ja eine Ameise das 100.000-fache ihres Gewichtes heben. Das macht einen schon mächtig stolz. Krankenschwester hätte ich werden sollen. Dann könnte ich mir jetzt kalte Umschläge machen. Allein schaffe ich das nicht. Dazu brauche ich Hilfe. Ach, würden Sie mal mit Hand anlegen? Das würde ich gern tun. Aber in meiner Hand habe ich schon eine große Keule. Na, das finde ich aber nett. Sie sind freundlicher, als Sie aussehen. Die führt doch wieder irgendwas im Schilde. Da schiebe ich lieber meinen Ameisenhügel beiseite, damit sie nicht stolpert. So, und jetzt rein in die gute Stube und sämtliche Schotten dicht. Man weiß ja nie, ob es nicht regnet. Ameisenvernichtungsmittel. Wissen Sie, ich bin ja im Grunde eigentlich gegen das ganze chemische Zeug. Aber wenn es einem hilft... Wenn er nur halb so viel erwischt hat wie ich, ist ihm speiübel. Bum, bum. Aha, schon explodiert. Na, Charlie, was hältst du davon? Was ich davon halte, weiß ich, aber ich schweige lieber. Sie fragen sich bestimmt, was ich mit dieser Eisenkugel will. Nun, ich will's demonstrieren. Gepriesen sei der Angelsport. Natürlich nimmt man statt Würmern Zucker, wenn man eine Ameise fangen will. Dass dieses Frauenzimmer doch nie aufgibt, na tun wir ihr den Gefallen und spielen mit. Aha, er hat angebissen. Aber ich lasse ihn sich erst müde laufen, bevor ich ihn inhaliere. Das ist das Ende der Fahnenstange. Na, wenn die keine Brandblasen kriegt, so viel Bosheit muss eben bestraft werden. Also ich muss Ihnen sagen, am liebsten verbringe ich meine Ferien doch immer wieder am Meer. Das Meer ist so blau und der Himmel ist so blau. Und die blaue Tante Elise ist auch da.
Eine leichte Ameisenbrise weht herüber. Dass solche Tiere überhaupt an den Strand dürfen? Ich hätte nie gedacht, dass es am Strand Ameisen gibt. Aber meine Nase ist lang und hat sich noch nie getäuscht. Na, was sage ich? Und ich bin schon weg. Wie kindlich, sich am Strand verstecken zu wollen. Da habe ich dich doch im Nu ausgegraben. Sagen Sie, sonst geht's Ihnen aber gut, ja? Sie werden es nicht glauben, aber ich suche eine Ameise. Und die suchen Sie ausgerechnet in meiner Badehose? Gott, man kann die wissen. Lauf nicht so schnell! Du nimmst mir sonst zu viel ab! Hat man sowas schon gesehen? Können Sie nicht lesen? Hunde, die nicht an alleine geführt werden, sind am Strand verboten. Na und? Wo ist da ein Hund? Sie sind doch ein Hund. Haben Sie hier einen Hund mit so einer langen Schnauze gesehen? Klar, du bist ein Riesenschnauzer. Runter vom Strand. Wäre ich ein Hund? Ich würde ihn beißen. Auf den Eierlöffeln kann man sicher gut Wellen reiten. Erlauben, eine Erklärung abzugeben. Runter vom Strand, habe ich gesagt. So dick und so asozial. Hat man je so eine blöde Möwe gesehen? Ich habe gesagt, raus! Also halt bin ich schon zur Klage entschlossen. Wie finde ich denn das? Das war mein Anwalt. Da! Da kommt sie schon wieder. Gib die denn nie auf. Ein Glück, dass ich immer an alles denke. Zum letzten Mal runter vom Strand. Hunde, die nicht an alleine geführt werden, sind am Strand verboten. Komm nur, mein Pfiffilein, komm. Ohne Leine verboten, aber mit Leine. Wir machen am großen Wässerchen unser Füßchen nass. Ah, oh, du hast ja wieder was zu schnuppern, was? Nun komm schön, mein Pfiffilein. Ich mach für Sie weiter, Madame. Und noch eins. Könnt ihr nicht mal woanders hinhauen? Sandbogen bauen ist doch wirklich zu schön. Aber wer kann schon in seine Sandburg einziehen und drin wohnen? Komm da raus, oder ich werde dein Schloss zerstören, die Festung schleifen und alles niedermachen bis auf die Grundmauer. Oh, ja, ich weiß schon, runter vom Strand. Haben sich die Bestimmungen noch nicht geändert? Nein. Oh. Es scheint, wenn man die See liebt, muss man zur Marine gehen. Hallo? Geben Sie mir den städtischen Hundefänger. Ich weiß, guter Mann, Sie tun nur Ihre Pflicht. Aber wir sind beide das Opfer eines schrecklichen Irrtums. Ich bin kein Hund. Alles in allem doch ein herrlicher Tag. Ich komme morgen wieder.
Ja, glaub mir doch, ich bin ein Hund. Ein etwas seltsam aussehender, aber ich bin ein Hund. Wow, wow. Hört ihr das? Ich bin einer der Euren. Ich bin ein Hund. Hallo, Charlie, sagt doch den Hunden, dass ich ein Hund bin. Lasst euch von der nicht auf den Arm nehmen. Ihr werdet doch wissen, wie eine Katze aussieht. Nie wieder werde ich eine Ameise um einen Gefallen bitten. Ich bin ein Ameisenfresser. Und dann muss ich auf einer Insel stranden, wo es nichts als Kokosnüsse gibt. Pfui! Ich muss doch mal schauen, was auf der Nachbarinsel ist. Ich bin gespannt. Ameisen! Nichts als köstliche Ameisen! Nichts wie hin! Was für ein Glück! Und was für ein Glück, dass ich einen eingebauten Schnorchel habe! Ein bisschen gewisses Jahr zieht einem alles zusammen. Oh. Ein Schmetterling unter Glas ist ja schon was Albernes. Aber ein Haifisch unter Wasser erst. Das wird ja wehren sich ja machen. Ich werde mich doch wohl an die Genfer Konvention halten. Oh. Stellen Sie sich vor, der hat sich die Zähne nicht geputzt. Man kriegt ja eine Inflation. Wir werden die kleine Forelle schon übertölpeln. Du lässt dich das groß machen. Lass das, du dämliche Makrele. Jetzt kommt Trick 17. Bin ich nicht umwerfend? Jetzt brauche ich nur einfach tief Luft zu holen. So. Und schon bin ich voller Köstlichkeit. Na bitte, ist das ein Erfolg? Raus mit euch, ihr süßen, kleinen, saftigen Ameisen. Also langsam ist es albern. So, wenn ich jetzt auf Anhieb die Palme treffe, geht alles in Ordnung. Treffe ich mitten ins Ziel. Dieser blöde Fisch wird mich ausschmieren. Ja, denkst du, dich daneben ist auch vorbei. Oh. I'm gonna get those ants one way or another. Oh no, not again. Get down, Big Mouth, get back. Hey, beat it. Ärgerlich, dass ich darauf nicht gleich gekommen bin. Nicht so blöd, Jano. Oh.
Diesmal kann es nicht schiefgehen. Gemäß meinen Berechnungen muss ich mitten auf der Insel landen. Der einzig sichere Weg zu der Insel da drüben ist ein Tunnel unter dem Ozean. Aber dann feiere ich ein nicht enden wollendes Fest. Bis Honolulu sind es ungefähr 2000 Meilen. Aber mit dem da auf den Fersen sollte ich es in 15 Minuten schaffen. Oh, aber Sie müssen mir versprechen, wenn die da sind, suchen Sie als erstes einen Zahnarzt auf. Ameisenbären haben es schwer. Unser Eins braucht einen Pfund Ameisen pro Tag. Und es geht eine Menge auf einen Pfund. Ist jemand da? Ihr könnt mich nicht narren. Ich weiß, dass ihr da seid. Kleine Saugbehandlung gefällig? Puh. Möbel und Klamotten. Die blaue Elise, wieder mit ihrem alten Dreh. Hey, Tiger! Na? Ameise? Weißt du noch? Den Dorn, den du im Fuß hattest und den ich dir rausgezogen habe. Ja. Du hast damals gesagt, wenn ich irgendwann mal Hilfe brauche, dann soll ich vorbeikommen. Okay, jetzt ist es soweit. Gut. Was hast du für Kummer? Ein Ameisenbär. Du weißt, was der Ameisenbär uns antut. Verstehe, du brauchst Schutz, stimmt's? Stimmt. Gut, Kindchen. Deinen Ameisenbär kannst du vergessen. Hey, du bist doch ein Ameisenbär. Ja, richtig. Magst du Ameisen? Ich mag Ameisen, ja. Isst du auch welche? Ja, sicher. Das hört jetzt auf. Ab sofort Finger weg von den Ameisen. Also kapiert? Ja, sicher. Aber muss man denn gleich schlagen, Sie Rüpel? Ich doch gehört, wie du durch den hohlen Ast gepoltert bist. Alles in Ordnung, Ameise? Ja, danke. Hören Sie, meine Dame, ich habe nichts gegen Sie persönlich, aber ich bin den Ameisen verpflichtet. Sowas nenne ich wahre Freundschaft, Tiger. Schon gut, Kindchen, schon gut. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Damit sprühe ich mich ein und dann wird dieser alte Knacker, der Tiger, in Ohnmacht fallen. Jetzt soll er nur kommen, ich bin gewappnet. Hm.
Na nun! Das. Eine Wäscheklammer auf der Nase. Wie raffiniert. Da ist er, so gut wie neu, nichts dran. Schon gut. Ja, ja, ich weiß. Sie sind den Ameisen verpflichtet. Jawohl. Oh. Wenn Sie es schon wissen, dann richten Sie sich auch danach, Sie Gute. Sehr groß für eine Ameise. Lass mal deine Stimme hören. Ich bin eine Ameise, hundertprozentig. Habe ich mir doch gedacht, du bist keine Ameise. Glauben Sie mir, Verehrteste, ich habe nichts gegen Sie persönlich. Es ist nur, weil ich... Ja, ein Dorn, ich bin wieder in einen Dorn getreten. Ziehen Sie ihn raus, liebste Freundin. Befreien Sie mich davon. Habe ich ein Glück? Was Besseres konnte mir nicht passieren. Da ist er. Oh, jetzt geht's mir gleich viel besser. Sagen Sie, womit könnte ich Ihnen einen Gefallen tun? Ich wüsste schon was. Hm? Ja. Ich habe nichts gegen dich persönlich, Kindchen. Aber ich bin dieser blauen Person nun mal den Gefallen schuldig. Ich habe so fürchterlichen Hunger, dass während ich mich mit Ihnen unterhalte, sich mein Magen mit mir unterhält. Ein Vermögen, ach was ein Königreich für eine kleine saftige Ameise. Na, guten Tag, schöne Nachbarin. Schon Glück gehabt? Schon oft. Bloß heute noch nicht. Tja, dann mal hurtig weitergesucht. Danke gleich. Hey, was ist denn das? Oh, schokoladenüberzogene Ameisen. Ameisen, lass mal sehen. Das ist meine Büchse. Wo steht das geschrieben? Ich habe sie gefunden und eine gefundene Büchse ist so gut wie eine eigene Büchse. Wenn man bedenkt, dass man mit sowas über fünf Ecken verwandt ist. Da hast du sie. Das wird schmecken. So. Machen wohl ein kleines Nickerchen. Wenn ich jetzt nochmal Glück habe, finde ich den passenden Büchsenöffner. Oh, vielleicht geht's damit. Was ist das? Ein Gummihammer. Naja, probieren kann man's ja. Was für ein entzückender Sternenhimmel. Aha, die Schwierigkeiten sind überstanden.
Eins, zwei und... Mit ihrem Spatzenhirn will eine Büchse aufmachen. Hat man je so eine hinterhältige Büchse gesehen? Ah, der 5:30 Uhr-Zug. Sehr schön. Ha, das müsste gehen. Da kann man mal sehen, was das... Umstand wegen der Büchse. Wenn das nicht funktioniert, führt überhaupt kein Weg hin. Oh, diese blöde Person hat sie immer noch nicht aufgekriegt. Halten Sie den Mund, sonst gibt's was drauf. Ah, Sie wollen Streit anfangen, was? Na, alles gut überstanden, lieber Cousin? Ach, nie wieder mache ich sowas. Nie wieder lasse ich mich zum Naschen in eine Schokoladenbüchse einsperren. Nie wieder, nie wieder. Schädlingskontrolle. So, Sie haben Ärger mit Ameisen. Gut, wir schicken noch heute einen Mann vorbei. Wie ist die Adresse? 402 Bongo Road. Gut, Dankeschön. 402 Bongo Road. 402 Bongo Road? Ich komme! Ameisen! Die meisten Ameisenfresser kriegen nicht genug zu fressen, aber nicht der kleine Liebling hier. Ich kriege alle, die ich will, weil ich Grips habe. Gleich mal sehen. Wie war die Adresse? 024 Bingo Straße? Oder war es 204 Bongo Platz? Oder Bimbo Allee? Natürlich 402 Bongo Road. Ein Telefon. Da
werde ich gleich einen Anruf tätigen. Hallo? Bongo? Schädlingskontrolle? Streichen Sie den Anruf von 402 Bongo Rot. Ich kümmere mich selbst um die Ameisen. Wo sind denn die entzückenden Tierchen? Da, Charlie, ist die göttliche Elise, die schon ein paar Tage nichts in den Rüssel gekriegt hat. Gib dir keine Mühe, ich brauche nur meinen eingebauten Staubsauger einzuschalten, um dich einzusaugen. Entsetzlich, wenn ich jetzt bloß nicht meine Migräne kriege. Oh, die wissen schon, warum sie keine intelligenten Ameisen aufs College schicken. Die taugen nichts. Ich muss schon sagen, du hast eine merkwürdige Art von Humor. Da staunst du, was? Ich hatte nicht umsonst mal ein Verhältnis mit einem Klempner. Na, was sagst du nun? Dass du dich nie an die Spielregeln hältst. Nanu, was ist denn das? Hört sich an wie eine Säge. Und das sieht wie Sägespäne aus. Oh nein, so tief kann doch selbst eine Ameise nicht ziehen. Ich wette, du hast nicht einen Freund auf der Welt. Aber einen Feind hast du. Mich. Geht doch nichts über einen blank gebohnerten Boden. Wenn sie da hinfällt, ist sie geliefert. Ach so. Vielleicht jetzt auch noch einen doppelten Rittberger. Denkst du, vielleicht damit kannst du mir imponieren? Ich bin schon beim Ballett gewesen, da hast du noch vor eurer 2000 Löcher Mietskaserne den Wald gefegt. Nein, du meinst, dass das so komisch ist? Einmal im Monat kommt der Safari-Bus vorbei. Musste das ausgerechnet jetzt sein? Komm raus aus dem Teppich oder ich hole dich. Schön, schön, ich habe dich gewarnt. So ein Mähdrescher ist was Feines. Ich bin in der letzten Furcht. Gleich wirst du eine Ameise gewesen sein. Ah, da bist du. Lass mir den Ameisen, gebe ich besser auf. Sie sind schlecht für meine Gesundheit. Mit so einer kleinen Speiseöffnung bleiben mir nur Spaghettis. Und ich hasse Spaghettis. Oh, Spaghetti. Wunderbar, ich liebe Spaghetti. Oh. So schlecht sind Spaghettis gar nicht. Schmecken fast wie Ameisen. Oh, eine Ameise. Na, wenn das keine Einbildungskraft ist. Oh, kaum zu glauben, wie schnell so eine eingebildete Ameise laufen kann.
Stellen Sie sich vor, ich hatte das Glück, als Ameisenfresser geboren zu werden. Ja, ja, ein neuer Tag, eine neue Ameise. Ah, da wären wir ja schon. Ich überprüfe besser erst die heutige Saugfähigkeit. So viel zum Anwärmen. Jetzt wird gekocht. Nichts. Vermutlich niemand zu Hause. Oho! Machter, Machter, du entschwandest! Da hat mir jemand mein Frühstück entführt. Na wunderbar, das nenne ich Glück. Ein herrliches Exemplar der seltenen Hymenopterus autophobius. Hymenopterus autophobius? Wie exklusiv. Und ich dachte, ich esse nur Ameisen. Und diese herrlichen Muskeln, die sie hat. Davon muss ich gleich einen Querschnitt machen. Oh! Du hast doch nicht etwa. Spuck die Ameise wieder aus. Sofort. Junge, Junge. Ich kam mir vor wie in der Dunkelkammer, wenn der Fotograf rülpst. Dämlicher Ameisenfresser. Du hast mir mein schönstes Experiment kaputt gemacht. Ach, diese Intelligenzler. Wirklich eine schlimme Sorte. Zum Glück ist mein Prachtexemplar verschont geblieben. Ich lasse den Kleinen ein wenig verschnaufen, während ich das nächste Experiment vorbereite. Da kann ich mir ein bisschen die Beine vertreten und mich umsehen. Eigentlich gefällt's mir hier ganz gut. Und außerdem gibt der Herr Forscher einen prima Leibwächter für mich seltenes Prachtexemplar ab. Ich werde mich persönlich um dieses seltene Prachtexemplar kümmern. Hey Charlie, ich lade dich zum Mittagessen ein. In meinem Magen. Ich würde ja aufgeben, aber mein Magen signalisiert, bleib am Ball, Elise. Ich lasse das Tierchen mit der Nahrung allein, um herauszufinden, was es am liebsten frisst. Ich muss schon sagen, die Küche hier ist gar nicht übel. Erdbeermarmelade und Honig, Zucker, mein Lieblingsgericht, oh. In einer Minute wird er wissen, was mein Lieblingsgericht ist. Ha? Oh, oh, dreimal dürfen Sie raten, wer das ist. So, jetzt einmal tief eingeatmet und die Suppe ist auf dem Teller. Aha, wir haben sie. Früher haben die Ameisen ja auf Linie geachtet. Oh je, jetzt kommt sie auch noch in voller Schönheit. So, herzlichen Sie, stellen wir ein wissenschaftliches Experiment an. Wir werden herausfinden, wie man sich fühlt, wenn man isst. Ich fürchte, wenn sowas öfter passiert, muss ich mir den Rüssel liften lassen. So, kleiner, wir tun dich hier rein. Hier bist du erst einmal absolut sicher. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Ein Wochenendhaus mit so einer riesen Fensterfront. Ich könnte gleich auf dem Hof singen gehen. Mühsamer wird es auch nicht. Das ist alles wie kleine Ameise. Puh, wenn man so hässlich wäre. Man kommt sich vor wie im Automatenrestaurant. Aha, Ameise unter Glas. Bleib schön hier. Nur im Notfall einschlagen. Also wenn ich meinen Magen höre, ist das ein Notfall. Lassen Sie mich los! Sind Sie ein Gurken? Du hast dich hier nicht wieder... Ah! Na, dem seinen Krawattenknoten möchte ich sehen. Ich tue die Ameise lieber in einen von meinen Spezialbehältern. I'll try a lightning-like commando ray. Sorry to eat and run, but you know how it is. Where's my specimen, you crazy anteater? Search me. That's a good idea. Es geht auch anders. Dann esse ich eben per Fernsteuerung. Na und? Oh, vielleicht mag sie das Bienchen. Maybe I can change his eating habits. Also bei aller Bescheidenheit, das sollte ich mir patentieren lassen. Oh, nein, eine Biene, eine Biene, das überlebt.
So, mein Kleiner, nun lauf wieder nach Hause. Das Essen war gut und kostenlos untersucht hat er mich auch. Du liebe Zeit, die steht ja schon wieder hier. Keine Sorge, du bist ganz sicher. Er war total zerstochen, da habe ich ihn mir doch gleich liften lassen. Oh. 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 Wir schwören, wir stehen einander stets bei. Kriegt einer von uns Ärger, ob groß oder klein. Wir stets der Logenbruder, hilfreich zur Stelle sein. Ein Bruder von der Loge 202. Zimperla, Zimperla, ha, ha, ha. Die Versammlung ist beendet. Es ist doch immer schön, von Weib und Jung weg zu sein. Das war mal wieder eine klasse Versammlung. Bis zum nächsten Mal, Earl. Mach's gut, Hermann. Ich hab meiner Alten versprochen, dass ich gleich reinkomme. Also bis zum nächsten Mal, alter Junge. Also diese Logentreffen sind doch immer wieder was Schönes. Ich finde sie auch bezaubernd. Gehst du noch mit zur Bowlingbahn, Charlie? Nein, ich habe eine Erkältung stecken. Ich gehe lieber ins Bett. Dann schwitz mal schön, Kleiner. Mach's gut, Tinny. So, wenn ich mir das so anschaue, steht mir ein appetitliches Picknick bevor. Ich brauche nur noch zu warten, bis das Hauptgericht kommt. Na, schau mal einer an, ein Picknick. Na, da will ich doch noch eine Kleinigkeit zu mir nehmen, bevor ich mich hinhaue. Ha, du wirst es nicht glauben. Dieselbe Idee hatte ich auch. Hast du noch ein letztes Wort zu stammeln? Ja, ja, es sind aber zwei. Zimbala, Zumbala! Haha, was ist das für ein Unsinn? Mein kleiner Freund hat um Hilfe gerufen. Schon eilig zu. Warum vergreifst du dich an so einem Kleinen? Das ist keine Frage der Moral, sondern ein Diktat meiner winzigen kleinen Speiseröhrenöffnung. Ich hab's doch immer gesagt. Der Beitrag in der Waldbruderloge, der zahlt sich aus. Oh! Zimbala, Zumbala! Tarzan gehört auch dazu? Natürlich, er ist sogar unser Ehrenpräsident. Dankeschön, Tarzi. Oh. Ich weiß schon, warum ich immer gegen Vereinsmeierei war. Lieb von dir, dass du mich sicher nach Hause bringst, Tini. Bist ja gar nicht der Rede wert. Wir Waldbrüder müssen doch zusammenhalten. Wenn ich diesen Blödsinn schon höre. Na, dieses mechanische Mäuschen wird ihn auf andere Gedanken bringen. Ah, eine Maus! Ah. Entschuldige, aber ich bin allergisch gegen Mäuse. Ah! Hast du dir wehgetan, Charlie? Nein, nein, mir geht's bestens. Dann ist es ja gut. Wie es mir geht, fragt natürlich keiner. Hast du dir wehgetan? Und wie? Und wie? Dann ist es ja gut. Wenn ich immer die Figur hätte, würde ich mir die Kugel geben. Sitz doch bequem, Charlie. Wie in Abrahams Schoß, Timmy. Hey, wer ist denn der da? Gib her, ich übernehme. Er ist doch gar nicht Mitglied in unserem Verein. Hallo, Sie da, bleiben Sie doch bitte mal stehen. Besten Dank, Logenbruder. Wenn ich so viele Freunde hätte wie diese Ameise, würde ich für den Landtag kandidieren. Na, vielleicht ist es hier für heute vergangen, der blauen Elise, aber bei der kann man nie vorsichtig genug sein. Zimbala, Zumbala! Jetzt habe ich dich, mein kleines, pausbäckiges Äppchen. Schnall dich an wie ein Schweben von hinnen. In 1000 Fuß Höhe wird gefrühstückt. Wirklich recht hübsch hier oben. Wenn Sie nichts dagegen haben, gnädigste, dann ziehe ich mal kurz den Stecker raus. Du dämliche Ameise, du hast den Ventilator abgestellt. In dem Fall steige ich wohl besser aus. Nur gut, dass wir Ameisen immer Fallschirme bei uns tragen. Triumphiere nicht zu früh, ich habe das im Nu wieder repariert. Beeilen Sie sich, die Erde ist schon ziemlich nah. Falls es nicht klappen sollte, kann ich immer noch in dem Teich da landen.
War aber gut gezielt. Meine Mutter hat immer gesagt, nutze die Eitelkeit der Elefanten aus. Das ist nämlich ihr schwacher Punkt. Da kommt er schon. Ich mache mich inzwischen dünn. Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Gewicht? Wiegen Sie sich kostenlos. Horoskop und Glücksbrief gratis. Ich setz dich mal kurz ab. Zusammen sind wir wohl zu schwer. Steig lieber nicht drauf. Das könnte eine Falle sein. Ja, du kannst recht haben. Ich probiere es lieber erst aus. Was steht hier? Sie hätten im Bett bleiben sollen. Das sagen die mir jetzt. Du hast mir das Leben gerettet, Kleiner. Ach, ist doch nicht der Rede wert, Tinny. Ist das ein Wetterchen? Hä? Hoffentlich sind meine Logenbrüder auf dem Kiwif, um mich vor der blauen Elise zu schützen. Ich probier's mal aus. Simbala, Sombala. Du hast gerufen. Jetzt sag mir aber bitte nicht, dass du Mitglied in unserem Verein geworden bist. Du sprichst wahr, kleiner Freund. Ich bin dir ab sofort in brüderlicher Liebe zugetan. Ich glaub dir kein Wort, Schwester. Glaub's mir, niemand liebt Ameisen mehr als ich. Junge, Junge, was für ein wunderschöner Morgen. Da freut man sich richtig, dass man am Leben ist, ja. Und jetzt der örtliche Wetterbericht. Im westlichen Teil des Landes wird heute Vormittag ein starker Schneesturm erwartet. Die Bevölkerung wird angewiesen, in ihren Häusern zu bleiben. Ja, von wegen. Einen Unsinn reden die zusammen. Wen will denn der zum Narren halten? Da halte ich doch mal lieber selbst Ausschau. Ah, habe ich's mir doch gedacht. Das köstlichste Wetter. Habe ich denn vielleicht nicht recht? Es ist ein köstliches Wetter. Für Eisbären. Für ein warmherziges Geschöpf wie mich ein bisschen unpassend. Oh, war das ein kurzer Sommer. Da will ich mal schnell noch was einbringen in die Scheuer. Sowas. Wenn ich in dieser Tiefkühltruhe eine Ameise finde, grenzt das an ein Wunder. Ah! Ein Ameisenbau. Also tun wir unseren berühmten Schnaufer und schon haben wir was im Rüssel. Haben Sie schon mal eine Banane in der Nase gehabt? Also zur Verschönerung des Profils trägt das wahrlich nicht bei. Aha, da kommt er. Oh, jetzt gibt's Ärger. Ich lasse lieber die Banane sausen und verschwinde. Hat doch gar keinen Zweck, Schätzchen. Komm, du bist dran. Ich bin so anständig, dich zu warnen. Ich werde kämpfen bis zum Letzten. Reg dich nicht auf, sonst bist du so schwer verdaulich. Dann mal los. Ring frei zur ersten Runde. Für so einen kleinen Krümel hat er einen guten Schlag am Leib. Aha, these tennis rackets should do the job. Uh-oh, here he comes again. I'll just wait, and when he comes out, I'll grab him. Hey, pal, were you looking for me? Yeah, and this time you can't escape. Also, die ist tatsächlich so dumm, wie sie blau ist. Oh, es ist schon ein Kreuz, ein Ameisenfresser zu sein. Alle treiben ihr Unwesen mit einem. So wie der. Quartiert sich einfach hier ein. Hey, hallo, Dickwanz, wach auf. Hü. In dem Bett ist nicht Platz genug für zwei. Also versteht sich, dass ich auf der Stelle das Feld räume. Da kommt mein Essen.
gleich. Dachte ich. Oh nein, entsetzlich. Na bitte, wer sagt's denn? Nicht mal eine Schramme habe ich. So schnell gebe ich nicht auf. Was, schon wieder? Ist die aber anhänglich. Dieser Blick, da will ich mal lieber Ballast abwerfen. Eigentlich hat so ein Wintertag auch viel Schönes. Oh! Ich weiß, dass du hinter dem Schild bist, kleine Schlange. Oh, war das frisch. So ein Kneippkuss hat jetzt sicher was Gutes, aber dann doch mit dem warmen Badezimmer. Bitte. Komisch, weil man das so durchgefroren ist, erwärmt man sich so schwer. Aber vielleicht im warmen Bett. Es ist mir immer noch nicht viel wärmer, aber für heute reicht's mir. Ich setze mich ab in wärmere Gefilde. Beinahe hätte sie mich erwischt. Oh, schau an, das kann ich jetzt gut gebrauchen. Vitamine zur Stärkung. Eine Pille täglich für Gesundheit und Vitalität. Ob das bei uns Ameisen auch wirkt? Ja. Schaden kann es sicher nicht. Ja. Wenn eine am Tag gut sein soll, wie gut müssen da erst 10 sein, ne? Wie sagt Liao Te, alles fällt dem zu, der warten kann. Soll ich einen alten Chinesen Lügen strafen? Hey Charlie, ich weiß, dass du da drin bist. Gib auf. Du ersparst uns beiden eine Menge Ärger. Ich weiß, die Methode wirkt nie, aber ich bin ebenso konservativ. Na, wie finden Sie das? Nach so vielen Jahren hat's doch mal geklappt. Junge, Junge, diese Vitamine sind spitze. Ich könnte Bäume ausreißen. Oho. Aber sonst geht's dir gut, ja? Jetzt hast du vor uns Ameisen vielleicht ein bisschen mehr Respekt. Diese ewigen Widerworte, das bringt mich doch mal um den Verstand. Tut mir leid. Aber
So viel Ärger am frühen Morgen verdirbt den Tag. Ich muss zuschlagen. Oh. Na, und davon werden die Falten auch nicht weniger. Also ehrlich, diese Vitamine gefallen mir immer besser. Weiß der Teufel, was diese Ameise so fit macht, aber mir reicht's. So, jetzt ist Feierabend. Scheint sich darum keine gewöhnliche Ameise zu handeln. Du sagst es, Elise. Ich nehme alles zurück und wie gewöhnlich die ist. Mit sowas sollte man gar nicht verkehren. So, vor dir habe ich eine Weile Ruhe. Also wenn du jetzt nicht rauskommst wie eine gewöhnliche Ameise, dann bin ich auch nicht mehr fein. So, und jetzt die Magnetkügelchen. Das nenne ich eine gut gemästete Ameise. Oh, hat er mich wieder genacht. Oh, ich weiß, dass du da drin bist. Komm raus! Oh, dämliches Hufeisen. Was tickt denn da? Eine Zeitbombe! Habt ihr euch nicht gedacht, dass ich da runterspringe? Oh! Ich wiederhole mich nur ungern, also komm endlich raus! Ja, ja, schon gut, ich weiß. Inzwischen habe ich Hunger gekriegt, besorg mir was zu essen. Ich soll dir was... Bin ich vielleicht der Etagenkellner? Ja. Ach, dürfte ich Ihre Bestellung entgegennehmen, Sir? Na, wenn das keine Diskriminierung ist. Haben Sie je gedacht, dass mir das passiert? Ich bringe einer Ameise das Essen. Dem Restaurant bleiben wir treu. Liebe Elise, ich werde nach dem Mittagsschlaf wieder hungrig sein. Bleiben Sie also in der Nähe. Oh, meine schönen Muskeln sind weg. Die Vitamine hören auf zu wirken. Ich muss für Nachschub sorgen. Aha, damit hat er mich übertölpelt. Mit Vitaminen. Ja, ja, mein Engel, du hast nicht mit meinem Intellekt gerechnet. Ich weiß, dass du da unten deine Vitamine hast. Wie jämmerlich. Ohne Muskeln ist ein Nichts, ein Feigling. Ich hab doch gesehen, dass du den Wagen gesprungen bist. Ist mir nur recht. Im Grunde habe ich immer am liebsten im Bett oder im Speisewagen gefrühstückt. Diesmal gibt es keinen Ausweg, du sitzt in der Falle. Nun riskier mal nicht so eine Lippe, Schwester. Entsetzlich, dieser Muskelpanzer. Da muss man sich ja direkt die Finger lecken. Sieht ja verführerisch aus. Aber man muss ja vorsichtig sein. So viele Kalorien machen ja fürchterlich dick. Wenn ich nicht bald eine Ameise finde, falle ich noch um vor Hunger. Da kommt dieser widerliche Ameisenfresser. Nur gut, dass er Termiten nicht ausstehen kann. Geh mir aus dem Weg, du verkommener, hochbeiniger Holzwurm. Widerwärtige Person. Guten Morgen, Würstchen.
ein Würstchen, das spazieren geht? Und ich sag auch noch guten Morgen. Aha, dachte ich mir noch. Eine Ameise. Hey, das ist mein Mittagessen. Und du meinst? Danke, Vater. Keine Zeit zu einem Schwätzchen. Die blaue Elise ist hinter mir her. Auf später. Später? Später bist du in meinem Wagen. Bleib endlich stehen. Uff. Keine Panik, Charlie. Gleich kommt Hilfe. Ich sollte ja zwischen den Mahlzeiten nichts essen, aber in so einem Fall muss man schon mal kräftig zubeißen. Manchmal hat man das Gefühl, als hätte man ein Brett vorm Kopf. Ja, vielen Dank. Oh, nicht der Rede wert. Komm, ich nehm dich mit. Wo führst du mich denn hin? In mein Nest, Gevatter. Gefällt's dir? Das ist ein Kasten. Donnerwetter. Schon gut, Ameise, ich sehe dich. Die ist schon wieder hinter mir her. Komm nur weiter, sei mein Gast. Sehr freundlich, Termi. Schon gut. Als ob dir das was hilft, wenn du dich versteckst. Ich hab gesehen, dass du zu dem Loch rein bist. Hübsch vielleicht nicht, aber praktisch ist so ein Rüssel. Ruhig, Blutgevatter! Die ist eine Weile beschäftigt. Nochmals vielen Dank. Bedank dich nicht dauernd. Wo gehe ich jetzt am besten hin? Zum Arzt oder zum Klempner? Wieso verschwindet die halbe Einrichtung? Oh, das ist meine gefräßige Verwandtschaft. Verkaufen ihren Kiefernwald und fressen mich um Sofa und Kommode. Hunderte von Termiten, aber keine saftige Ameise. Ich hau lieber ab. Die gibt nicht so schnell auf, das verfressene Rüsseltier. Lauf nicht schon wieder weg! Oh, da muss ich wieder gegen meine Diät sündigen. Ich hab dich umzingelt. Du kannst dich hier nicht rausfressen. Du bist keine Termite. Nichts als Schwierigkeiten. Dabei bin ich viel größer als sie. Wieder ein Kilo drauf. Wie soll das bloß enden? Willst du wohl aufhören, mir dauernd dazwischen zu fuschen? Hä? Gleich verpasse ich dir eine. Da muss am meisten wehtun. Da zum Beispiel. Also, ich habe auch schon bequemer gebadet. Sehr aufmerksam von euch. Du hast ja eine reizende Familie. Ja schon, aber sie fressen wie die Heuschrecken. Wenn ich etwas nicht ausstehen kann, sind es ausgekochte Termiten. Ich verstecke mich da drin und warte auf die Ameisen. Diese dämlichen Termiten. Heute habe ich bestimmt den Uranus im zweiten Haus. Ach, ist das eine Art? Schließen einfach zu. Ich komme so durch. Da lobe ich mir doch meine Veranda. Da sieht man wenigstens was, wenn man rausschaut. Tja, ich mache mich auf den Weg. Vielen Dank, Termi. Richtig, die hatte ich ganz vergessen, die Ameise. Stehen bleiben! Och, das nimmt heute kein Ende. Oh. Was für dich ein Riesensprung ist, ist für mich ein kleines Schrittchen. Ich weiß nicht, Wahrsagen wäre, glaube ich, kein Beruf für mich. Ja. Junge, bin ich vollgefressen. Hoffentlich ist die Ameise weg. Das hoffe ich aber nicht. Ameise, ich hab mit dir zu reden. Ach, das ist, als ob man nach einer Nadel im Heuhaufen sucht. Hier sucht man nur eine Nadel ohne Heuhaufen. Da war sie doch. Nichts da. Aha, hast du dir gedacht. Sie werden es nicht glauben, aber ich hatte ganz lautere Absichten. Und diese Bellerei, wie kann man sich nur so gebärden? Schauen Sie da mal, diese Ameise. Ja, und wir wollten zusammen essen. Ziehen Sie daraus bitte keine falschen Schlüsse. Wollen Sie den wirklich nicht mit sich reden lassen? Oh. Jeden Tag eine gute Tat und du fühlst dich besser. Da ist was Wahres dran. Mein Cousin wohnt in der Holzhandlung. Dahin lade ich dich nächstes Jahr zum Vatertag ein. Nein, nein, Gevatter. Die Fresserei muss ein Ende haben. Jetzt ist erst meine Hungerkur fällig.
Na, wer sagt's denn? Wenn das kein schöner Morgen ist, dann will ich mir doch gleich ein bisschen die Beine vertreten. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Der hat zwar noch keine Ahnung, aber der wird bestimmt mein Frühstück. Hey, Charlie, auf ein Wort, mein Lieber. Das Wort heißt halt. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Na, 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 du kleiner Schelm, lauf dir doch nicht dein ganzes Fett ab. Ich inhaliere ihn besser gleich, bevor er Untergewicht hat. Sie sind ja winzig, die Dinger, aber der liegt hart. Diesmal hat mir meine Gefräßigkeit aber Unglück gebracht. Wo Sie hintreten, wächst aber auch kein Gras mehr, Liebste. Hört die Knurrerei denn bald auf? Wenn sie mir nicht passt, dann geht's doch erster Klasse. Das Frühstück kommt, meine Süßen. Da haben wir ein großes Stück Zucker für unseren Kleinen. Und einen leckeren Hundekuchen für dich. Vorsicht, man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Und für Sie eine Portion Porridge, mein Fräulein. Alles schön aufessen, damit ihr groß und stark werdet. Porridge, hui. Was glaubt ihr, wer ich bin? Die Ignoranz. Sie sollte wissen, dass ich nur Ameisen... Oh, oh. Da ist ja eine Ameise. Kümmern Sie sich auch um Ihren eigenen Dreck. Au, au, au. Und nun zu dir, Charlie. Du hast es bald überstanden. Leiden Sie an Kalkmangel, dass Sie so viel Gips schlucken wollen? Das macht nichts. Dann hat der Magen wenigstens was zu tun. Was geht da drin eigentlich vor? Mir war, als hörte ich ein Geräusch. Ach, meine Ohren sind auch schon so alt wie der Rest. Ruhe! Das reicht mir schon, wenn ich Ärger mit der Schwester habe. Führen Sie sich gefälligst nicht so auf. Sie hören wohl ein bisschen hart. Führen Sie sich nicht so auf. Na schön, wir werden es ihm schon einbläuen. Führen Sie sich nicht so auf. Gütiger Himmel. Er wird doch nicht tot sein? Oh! Diesmal bin ich aber sicher, dass ich was gehört habe. Nun aber mal ganz still. Ihr seid hier schließlich im Krankenhaus. Krankenhaus, Krankenhaus! So viel Häuslichkeit macht einen ja direkt krank. Hallo, Charlie. Ich entwickle gerade ein neues Verständigungssystem zwischen uns beiden. Wenn du irgendetwas sagen willst, dann sprichst du einfach nur durch das Röhrchen. Ich habe im Grunde nur eins zu sagen. Du bist und bleibst eine blöde, langnasige... Es ist unhöflich, jemanden mitten im Satz zu unterbrechen. Ich weiß. Aber ich konnte seinem Duft nicht widerstehen. Mittagessen für die Lieblinge. Da wäre dein Stückchen Zucker, mein lieber Kleiner. Oh, er ist weg. Wo ist er hin? Oh, nein. Sie werden doch nicht... Was hast du nun davon? Ich kann nie wieder einen Bikini tragen. Mit der Narbe? Ich bin ja so froh, dass ihr beide wieder auf den Beinen seid. Ihr dürft jetzt gehen, aber schön vorsichtig sein. Du siehst wirklich schon sehr gesund aus. Mir scheint, du hast sogar zugenommen. Ne? Jetzt geht das schon wieder los. Oh. Nur nicht so hastig. Lauf dir nicht wieder deinen Speck ab. Weißt du was? Du bist ein Unglücksbringer. Das ist quasi eine Beleidigung. Und die muss aus der Welt. Nein, nicht nochmal. Oh doch, Freundchen. Und diesmal kannst du mir nicht entwischen.
Und was Sie betrifft, Sie runtergekommener Rintintin, mischen Sie sich nicht in meine Affären. Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ein kleiner Irrtum. Ich dachte, Sie wären jemand anders. Bleib da, Charlie. Ich habe so ein Gefühl, als ob ich auch mal wieder komme. Soll ich Ihnen was sagen? Ich verhungere. Sie fragen, warum? Weil ich schon seit einem Monat keine Ameise mehr gefangen habe. Aha! Oh, da kommt ja gleich eine ganze Wochenration. Jetzt langt's mir. Jetzt bastle ich mir diesen Ameisenfangcomputer zusammen. Versuchen wir gleich mal, ob es funktioniert. Ida, was hast du für Probleme? Ich verhungere und das ist nicht zum Lachen. Sag mir, wie ich eine Ameise fangen kann. Wollen wir mal sehen. Was hältst du davon? That's good. Where is he? Quick, tell me. Straight ahead, 1 mile. You can't miss it. Oh boy, I can hardly wait. Uh-oh, looks like I'm gonna have company. Aha! All I gotta do is stick my nose in, give a little inhale like this, and presto, instant breakfast! Hello, Ann. Sorry to eat and run, but you know how it is. Again. How did it go? Not so hot, huh? On the contrary. I got a hot foot, hot brain, and hot flashes all at once, but no end. Well, let's see now. How about... Hältst du davon? Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Dankeschön. Ein Spritzer davon und die Suppe steht auf dem Tisch. Aha, da kommt sie schon. Ich sag's ja immer wieder. Having a bad trip. Da siehst du's. Alles, was du brauchst, ist ein bisschen Treibsand. Ich bin gespannt, was du diesmal mit mir treibst. So, ein bisschen Treibsand mit einer Kirsche obendrauf. Wenn das kein Einfall ist, Leute. Na, sieh mal an, was sehe ich da? Wo ich doch Kirschen so liebe. Aha, was lange wird, wird endlich gut. Ich könnte jetzt ein schlimmes Wort sagen, aber ich bin ja als Dame gedacht. Ich habe genug von dieser elektronischen Nuss. Ich mache es jetzt wieder auf die alte Tour. Ich habe so ein komisches Gefühl, als ob mir von oben jemand in die Suppe guckt. Aha, Elise, habe ich es mir doch gedacht. Ich sage nur 2 Worte. Unmöglich. Das muss ich unter Kontrolle kriegen.
diesem ferngesteuerten Ameisenstampfer müsste ich es schaffen. Hey, das war ja Schuhgröße 49. Na komm, mein Engel. Na Kumpel, wie ist es gegangen? Sieh mich doch an. Ich kann nur sagen, verbundensten Dank. Und dir sage ich auch was. Als Computer bist du ein Versager. Wer sagt, dass ich ein Computer bin? Ich bin ein automatischer Rauswerftoaster und das werde ich beweisen. Hat jemand zufällig einen Pfund Butter?